Willkommen bei der Gnocchi-Party. Mega Ja, hi zusammen. Es gibt einen weiteren Wochenvlog zum Projekt Speckwerk, wo ich mir vorgenommen hatte, 10 Kilo in 11 Wochen abzunehmen. Bislang sieht es ganz gut aus mit 4,1 Kilo in 3 Wochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Woche danach so gelaufen ist. Am Samstag gab es Gnocchi mit Rucola, Limette und Avocado. Und es war so lecker. Wenn ich Gnocchi meine, meine ich tatsächlich 500 Gramm. Ja. Dann gab es noch einen kleinen Kichererbsensalat, aber wirklich so ein Mini-Portionchen. Und abends sind wir dann weggegangen. Das heißt, es gab Süßkartoffelpommes und eine Goas. So war das. Irgendwie stimmt mein. Ah ja, hier. Okay. Muss jetzt nämlich die Schritte vom Handy ablesen. Das sind 8507 Schritte gewesen. Nein, das ist gar nicht wahr. Das stimmt gar nicht. Jetzt, es waren 5727, weil wir gar nicht so viel gelaufen sind. Am Sonntag gab es dann Nudeln mit Tofu, Tomaten und Pilzen. Allerdings auch ein bisschen Hafersahne darin und Schweinarmbrote mit Knoblauch bestrichen und ein bisschen Öl gegangen. 1829 Schritte. Am Montag gab es Gnocchi mit Rucola, Avocado, Spinat und Champignons. Dann gab es 8 Maki mit Gurke, also Sushi-Röllchen, ne? Wem das nicht sagt, ein Brötchen mit Marmelade und 4 Reiswaffeln tatsächlich. Und gegangen bin ich 6 Schritte. Also ich habe mein Handy zwischendurch liegen lassen, aber es war halt auch nicht sehr viel mehr. Ja? Dann am Dienstag gab es einen Limetten-Zitronen-Joghurt, es gab Gnocchi mit Rucola und Pilzen und es gab 8 Reiswaffeln, gegangen bin ich 8113 Schritte. Am Mittwoch gab es dafür Gnocchi mit Spinat, Veggie-Gyros und Avocado. Allerdings sonst tatsächlich nichts und gegangen bin ich da 10.165 Schritte. Am Donnerstag gab es Mango-Joghurt mit 150 Gramm Heidelbeeren. Dann gab es 200 Gramm gekochten Reis, also gekocht waren es 200 Gramm, mit Kokos, Zitronengras, 200 Gramm Erbsen, 450 Gramm Ananas und 200 Gramm Pilzen. Und ich habe mir da tatsächlich ein Monster geholt. Und zwar einen ohne Süßstoffe, sondern diese Monster Assault, diese Dose mit dem Roten. Ein bisschen colaartig schmecken, da sind schon Kalorien drin. Jetzt nicht, wer weiß wie viele, aber es sind Kalorien drin. Gegangen bin ich 5963 Schritte, also knapp an den 6000, vorbeigeschrappt. Und am Freitag gab es so eine Dose Carajo Kaffee Kokos. Vielleicht kennt ihr den Carajo Kaffee. Ich habe den da neu ausprobiert. Das ist so kalt aufgebrühter Kaffee, war ganz lecker. Dann gab es meine Kokosjoghurt mit 150 Gramm Heidelbeeren. Dann habe ich mir eine Lakritzstange geholt. Die gibt es bei Alnatura. Das ist so eine mega Lakritzstange, Salzlakritz. 56 Gramm hat die. Und ich habe es ausgerechnet, beziehungsweise, ja, ich habe es ausgerechnet, das sind knapp 170 Kalorien. Esse ich, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Und dann gab es 3 Naanbrote, bestrichen mit Knoblauch. Euch Leute, ich weiß echt nicht, was da los ist. Und es gab einen ganzen Haufen Pakora, also Gemüse in Bierteig frittiert, was natürlich auch richtig übel ist. Ach so, wie viel bin ich denn da gegangen? Gegangen bin ich da 8234 Schritte. Ja, immerhin. Ich habe zwischendurch mein Handy liegen lassen, was natürlich schon ein bisschen schlecht ist so für sich. Aber kommen wir erstmal zum Gewicht nach 4 Wochen. Und zwar habe ich trotzdem 1,3 Kilo abgenommen. Das heißt insgesamt 5,5 Kilo und die Waage verrät 104,4 Kilogramm. Auch hier habe ich den Weg nicht geschafft zum Fitnessstudio. Ich bezweifle, deswegen, wenn ich jetzt so langsam nicht aus dem Quark komme, bezweifle ich, dass ich dieses 10 Kilo in 11 Wochen schaffen kann, auch wenn es im Moment so gut läuft. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass das bald ein Ende hat. Und mit dem Essen bin ich auch hier recht unzufrieden, wobei es geht. Also diese Gnocchi waren halt einfach schweinelecker. Es hat übrigens gar nicht, also viele von euch werden jetzt denken, oh mein Gott, ja, Gnocchi, die haben so viele Kalorien, das stimmt. Also diese 500 Gramm Packung
die man halt nur noch kurz ins Wasser schmeißt. Die haben ungefähr 1000 Kalorien, also zumindest von denen, die ich geholt habe. Aber da kommt ja auch nicht groß mehr zu. Ja? Also Rucola, Limette, Avocado, Champignons, Tomaten. Also es ist ja kein Öl dabei. Ne? Ich habe das ja schon mal gesagt. Also wenn ich Sachen irgendwie einschwitze oder anbrate oder wie auch immer, mache ich das nicht mit Öl. Das heißt, es ist überhaupt kein zusätzliches Fett irgendwie dabei. Und ja, wenn man mal sieht, es gibt zum Beispiel hier diesen einen Tag am Mittwoch, da habe ich, ja gut, da hatte ich noch das Veggie-Gyros dabei und ein Avocado, das hat natürlich auch nochmal Kalorien, aber mehr als diese Gnocchi mit Spinat, Veggie-Gyros und Avocado habe ich an dem ganzen Tag auch nicht gegessen. Ne? Also von den Kalorien her geht's. Und es zeichnet sich so ein bisschen ab, das war letzte Woche schon so ein bisschen so mit diesen Kichererbsennudeln. Ich habe tatsächlich Phasen, wo ich über zig Tage oder eine Woche oder so quasi jeden Tag dasselbe esse, beziehungsweise das gleiche esse, mit keiner oder wenig Variation drin. Und das muss auch nicht unbedingt sein, dass ich da gestresst bin, sondern wenn ich gestresst bin oder keine Zeit habe oder keine Muße habe oder wie auch immer, dann ist es eigentlich eher so, dass ich zu diesen Brötchensachen greife, ja. Aber grundsätzlich esse ich das einfach voll gerne. Also, weil wenn ich richtig Bock auf irgendwas habe, dann habe ich nicht nur einmal unbedingt Bock darauf und esse das dann und dann ist gut. Gibt es auch, ist zum Beispiel bei dieser Salzlakritzstange so, das reicht mir jetzt erstmal wieder für die nächsten Monate, Jahre, naja, ein Jahr sagen wir mal ungefähr, bis sie mir irgendwann quasi wieder zufällig im Laden über den Weg laufen wird und da werde ich sie wahrscheinlich kaufen. Aber ich werde so Sachen nicht so schnell leid. Dadurch habt ihr jetzt nicht jeden Tag ein super geiles neues Essen oder so, sondern ja, es ähnelt sich halt irgendwie stark und auch hier kann man sehen, dass ich viele Sachen von außerhalb habe und das mit den Naanbrotten, wobei die Pakora eigentlich wirklich am schlimmsten sind, weil die halt wirklich richtig in Fett, die sind wirklich in Fett ausgebacken und frittiert. Ja, also vom Kaloriendefizit her passt es offensichtlich, auch wenn ich ein bisschen weniger gegangen bin. Ich hätte ja sonst nicht so viel abgenommen. Ich finde 1,3 Kilo halt schon super viel und wie gesagt, das sind 5,5. Aber ja, mache ich mir so meine Gedanken, was da los ist, weil es eigentlich, also ich habe das schon immer so, dass ich sage, oh komm, jetzt, ne, wie hier, oh komm, einmal die Woche hier so Falafeltasche mit Pommes, ist okay, finde ich. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber dann hier ein Naanbrot und da Pakora und da nochmal Süßkartoffelpommes und hier nochmal eine Gurst dazwischen und dann nochmal ein Monster und dann noch was zu naschen, kenne ich eigentlich gar nicht so von mir. Kann man jetzt glauben? Ist auch so, muss man nicht glauben, ist mir auch wurscht, ist halt so, aber ich kenne es so nicht von mir. Ja, gut, gewichtsmäßig also zufrieden, ansonsten komme ich ein bisschen ins Grübeln. Mal schauen, wie es nächste Woche so aussieht. Also, mit minus 5,5 Kilo verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Montag und Wochenvlog hier zum Thema Speck weg. Macht's gut, tschüss!